B2.6. Überprüfen Sie rechnerisch, ob der Flächeninhalt A der Figur aus 2.5 mehr als die Hälfte des Flächeninhaltes des Trapezes beträgt. Um das zu überprüfen, berechnen wir erstmal den Flächeninhalt des Trapezes. Dafür brauchen wir die Flächeninhaltsformel, die finden wir auf Seite 33 der Formelsammlung. Und die heißt, der Flächeninhalt ist 1/2 mal die Summe der parallelen Seiten AC mal die Höhe. Also die parallelen Seiten sind AB und CD, die sind uns beide bekannt. Und die Höhe kann man hier mit FT angeben, die ist ebenfalls bekannt, beziehungsweise DM. Also berechnen wir gleich den Flächeninhalt des Trapezes mit 0,5 mal, Klammer auf, AB plus CD, Klammer zu, mal die Höhe H, also nehme ich jetzt hier DM. Setzen wir die bekannten Größen ein, dann haben wir 0,5 mal 10 cm plus 5 cm mal 6 cm. Das berechnen wir am Taschenrechner und dann kommt eine ungefähre Lösung von 45 cm raus zum Quadrat. So, jetzt heißt es ja hier, man soll überprüfen, ob diese Figur aus 2.5 mehr als die Hälfte des Flächeninhaltes des Trapezes beträgt. Also rechnen wir doch auch mal aus, wie viel der halbe Flächeninhalt des Trapezes ist. Also Fläche von Trapez halbe ist gleich 45 geteilt durch 2 und das sind 22,5 Quadratzentimeter. Also entweder muss diese Figur einen gleich großen Flächeninhalt haben, kleiner sein oder größer sein, das muss eben jetzt begründet werden. So, schauen wir uns die Figur an. Wie setzt sich dieser Flächeninhalt zusammen? Wir haben die Figur DS und dann hier diesen Sektor RD. Jetzt habe ich schon genannt. Setzt sich zusammen aus dem Sektor SER. Hier, dieser da, den haben wir schon in 2.4 berechnet. Und dem Dreieck DSE. Also A der Figur 2.5 ist der Flächeninhalt des Sektors plus der Flächeninhalt des Dreiecks DSE. Den Sektor kennen wir schon, aber den Flächeninhalt dieses Dreiecks kennen wir noch nicht. So, für ein Dreieck kennen wir zwei Flächenformeln, nämlich 1/2 mal Grundseite mal die Höhe der Grundseite oder 1/2 mal zwei Seiten mal Sinus des eingeschlossenen Winkels. Je nachdem, welches Dreieck gegeben ist, ist einmal diese Formel schneller, manchmal die andere. Wenn wir uns das Dreieck anschauen, sobald ein Winkel gegeben ist, ist es meistens einfacher, auch die Formel mit dem Winkel zu benutzen. Weil die andere Grundseite mal Höhe, müssten wir jetzt erst umständlich irgendwo eine Höhe berechnen, die nicht gegeben ist. Dagegen kennen wir einen Winkel und die beiden Seiten, die den Winkel einschließen. Also können wir diese Formel sofort ansetzen. Dann können wir sagen, der Flächeninhalt des Dreiecks DSE ist gleich, ja, schreibe ich es gleich in Zahlen, 0,5 mal jetzt die beiden Seiten, die den Winkel einschließen, ist einerseits mal ES und andererseits DE mal Sinus des Winkels DES. Setzen wir die bekannten Größen ein. 0,5 mal ES war die gleich groß wie ET, damit 4 cm. Mal DE haben wir vorhin auch schon ausgerechnet mit 3,20 cm. Und der Winkel DES haben wir in der Vorgängeraufgabe auch schon ausgerechnet, nämlich hier mit 77,32 cm. Grad, nicht Zentimeter. So, an dieser Stelle vielleicht nochmal ein Hinweis. Wer die vorherigen Aufgaben anders gelöst hat, kann es natürlich vorkommen, dass der Winkel DES noch nicht bekannt ist. Den muss man dann halt an dieser Stelle ausrechnen. Also einfach oben nachgucken, wie dieser Winkel DES berechnet worden ist. Ich habe ihn jetzt in der Aufgabe vorher schon berechnet, deswegen kann ich ihn einfach übernehmen. Vielleicht nochmal als Tipp. Das ist einfach. Der Winkel DES ist der Nebenwinkel zu dem Öffnungswinkel, also 180 Grad minus dem da, ergibt der Winkel DES. So, rechnen wir noch aus. Dann erhalten wir als Flächeninhalt eine ungefähre Fläche von 6,24 Quadratzentimetern. So, dann zählen wir die beiden noch zusammen. Also A von
Figur 2.5 ist gleich der Flächeninhalt des Sektors, war gegeben mit 14,34 Quadratzentimetern plus die 6,24 Quadratzentimetern des Dreiecks, ergibt einen Flächeninhalt von 20,58 Quadratzentimetern. Und wir stellen fest, das ist kleiner als die Hälfte des Trapezes. Flächeninhalt des Trapezes, also kleiner als Flächeninhalt von Trapez halbe. Und damit haben wir jetzt rechnerisch überprüft, wie groß der Flächeninhalt der Figur ist in Bezug zum Flächeninhalt des Trapezes. Und damit wären wir dann auch fertig.